Hallöchen, meine Lieben. Ohne Lockenstab solche Wellen hinkriegen, geht das? Jupp, es geht. Und ich zeige euch auch, wie. Zuerst einmal muss ich nach der Haarwäsche natürlich meine Haare trocknen. Und das mache ich ungern mit viel Hitze. Also ihr merkt schon, eher weniger Hitze. Anschließend kommt ein Sprühconditioner oder etwas, das noch extra Feuchtigkeit und Pflege meinen Haaren gibt. Und dann mein Stirnband. Ihr könnt hier sonst ein Band nehmen. Ich habe aus einem alten T-Shirt ein Band geschnitten und dann sind die Haarsträhnchen dran. Ganz einfach, Strähne für Strähne wickle ich diese um das Band herum. Erst links, dann rechts und letztendlich hinten, weil da kommt man am schwierigsten hin. Und man sollte versuchen, die Strähnen sehr sauber durchzuziehen, damit es später kein arges Wirrwarr gibt. Denn die Härchen, die einzelnen Härchen können sich verknoten während des Durchziehens und dann wird es schwierig. Ich will noch ein bisschen rumlaufen, deswegen versuche ich das ein bisschen durchzupfen, schön zu gestalten. Das, meine Lieben, ist dann das Ergebnis nach ungefähr 15 Minuten. Wenn ihr ein intensiveres Ergebnis möchtet, dann lasst das Band ruhig ungefähr 3/4 Stunde auf eurem Kopf. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch euer Like da und abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Bis bald!